So, die werden mal geopfert. Opfer. So, da holen wir uns noch ein bisschen Nachschub von da drüben. Oder da hinten. Da oben, da unten. Links, rechts, geradeaus. Da ist noch ein schönes Pünktchen. Das holen wir uns mal. Hier, guckt euch mal. Die Sache ist auch wirklich die, dass sie durch diesen dämonischen Einfluss und alles die Kyborgs einfach wirklich so groß wachsen. Das ist übel. Die müssen doch schon, wenn man sich bedenkt, dass so ein Space Marine mindestens 2 Meter groß ist, schon im Schnitt wirklich 2,30 Meter mit ihrer Servorüstung, die sind locker 3 Meter groß. Locker, also mindestens. Wir werden das Gebiet nicht aufgeben. Was ist so kaputt? Stell dir mal vor, so ein 3-Meter-Oschi steht vor euch. Das ist doch nur übel, das ist böse. Schaffen die es? Oh, ihr schafft es, ihr schafft es. Sehr schön. Ich bin hier, um zu dienen. Alles klar. Komischerweise wurden die gar nicht angeballert. Das ist klasse. Das heißt, wir können einfach reinkommen, die Bestellung aufgeben und sagen, einmal 500 Gramm Hackfleisch für Korn, bitte. 500 Kilo vielleicht. Da wären wir wieder beim Hackfleisch. Kann sein, dass der... Nee, leider regeneriert er sich hier nicht. Der geht langsam zugrunde, weil er nicht kämpfen darf. Er muss kämpfen. Gehen wir mal zu den Ogrins. Oder zu den Kasakin zumindest. Sag hallo, du Dämon. Schon übel, wenn der so einen Ogrin packt. Nix da. Blutdämon böse. Blutdämon wütend. Was haben wir da? Hm. Also wenn das so weiter funktioniert, dann ist alles okay. Dann will ich mich nicht beschweren. Scheiße, wäre ich heute früh bloß nicht aufgestanden. Da kommen sie. Was ist das? Necrons hier? Es scheint, als ob das Universum mir meinen Titanen wegnehmen will. Genug. Hört, Jünger des Korn. Schlagt die Eindringlinge zurück! Beschützt den Titanen, bis diese armseligen Hexer ihre Beschwörung beendet haben! Nur mit den Titanen können wir unsere Feinde besiegen! Nicht mal die Götter werden sich uns dann in den Weg stellen! Hm. Okay, wir haben auf jeden Fall noch Hexer. Ist aber lustig irgendwie. Oh nö, die waren jetzt extra für die Zwischensequenz. Komm, die geht mal rein. Ihr nehmt mir unnötig. Ihr nehmt mir nur unnötig. Oh oh. Schlecht. Boah, war das knapp. Die Zwischensequenz hat mir das versaut. Aber es ist echt lustig, wie Qual so sagt, ja, das ganze Universum will mir wohl anscheinend meinen Titan wegnehmen. Jeder kommt denn dazwischen. Aber es ist übel, wie die Kornberserker sich durch die Necrons durchmetzeln, ey. Ja, brecht ihnen das Rückgrat, das habt ihr geschafft, das wird es. Alter Falter, ich vergesse echt immer wieder, wie stark die sein können, die Kornberserker. Das nenne ich meine ordentliche Portion Cornflakes. Und der Blutdämon wütet einfach noch ein bisschen weiter rum, alles klar. Hm. Okay, wir sollen einfach mit den Opfern weitermachen. Wir ignorieren die Necrons eigentlich hauptsächlich einfach. Alles klar. Dann ist gut. Stoßen auf Widerstand! Unser Psionike. Das ist gemein, aber wir müssen das irgendwie hinkriegen. Leider hat das Chaos ja nicht gut. Wir haben eine Heilung hier nah in den Gebäuden. Aber eine richtige Heileinheit fehlt halt. Das ist doof. Die OHF. Ihr wisst Bescheid.
Alter, wie die sich hier... Okay, wisst ihr was? Ihr wertet euch jetzt ein bisschen auf. Ihr habt es jetzt verdient, ein bisschen länger zu leben. 610 Lebenspunkte, das ist echt nicht wenig. Mehr als ein Space Marine hatten normaler. Boah, das war knapp. Da rein. Und jetzt werdet ihr einfach aufgewertet. Dann haltet ihr einfach hier mal auf. Speichern wir nochmal. Mein Geist verträgt großen Alkoholkonsum. Das ist fast das Gleiche. Seid ihr sicher? Hallo, mitkommen. Ne, die werden echt nicht angeschossen. Das ist klasse. Unser Schicksal steht geschrieben. Das wäre aber ziemlich unspektakulär, wenn es dann einfach damit endet. So im Sinne, oh ja. Aber das Lustige ist, dass die Monolithen gar nicht angreifen. Die spawnen einfach immer wieder neue Necrons. Ja, es ist tatsächlich so, dass wir die Necrons gar nicht besiegen müssen. Wir sollen einfach weiter den Titanen beschwören. Alles klar. Wir können die Monolithen sogar... Wisst ihr was? Wir zerstören die Monolithen. Wer sind wir? Blut für den Blutgott. Ich bitte euch. Necron, na gut. Gibt's auch einen Ölgott oder so? Mit was werden diese Necrons eigentlich betrieben? Energie. Ja, den anderen Monolith kriegt bestimmt der Blutdämon kaputt. Eins nach dem anderen wird jetzt hier zermatscht. Es ist noch nicht mal ein Nebenziel, die Necrons zu zerstören. Ich mach die trotzdem tot. Ich bitte euch. Trotzdem sind die Imperialen voll auf uns erpicht. Und weiter geht's. Mach das Ding kaputt. Bam. Machst du überhaupt Schaden? Ah, jetzt. Ach ja, das nenne ich einen netten Schaden. Du hast wohl einen Schaden. Das Ding ist auch bald kaputt. Meine ganzen Panzerhas. Komm mal hier lang. Und schießen diesen Monolith kaputt. Komischerweise kommen von dir auch Imperiale. Einfach nicht drüber nachdenken. Lächeln und winken und... Wir kriegen den echt kaputt hier mit dem Blutdämon. Alles klar. Die Monolithen sind auch sehr, sehr schwach hier. Also in Dark Crusade. Klar, spielt man die Necrons. Und klar, kann man die selber bauen. Das sind meines Wissens auch die Super-Einheiten. Und da sind die... Da sind die richtig böse. Das sind nicht solche Plüsch-Teddybären wie hier. So, zwei schon kaputt. Zwei fehlen noch, oder? Aber komischerweise, vielleicht ist es ein verstecktes Ziel oder so. Ja, eigentlich ganz gut. Kommt die auch von hier? Das ist die imperiale Basis. Kann es sein, dass meine Imperialen von den Necrons oder so zerschossen wurden? Das ist jetzt richtig gemein. Wo sind die hin? Na egal. Ich mache die Necrons jetzt fertig. Und danach kümmern wir uns gemütlich um die Imperialen. Ist doch ein Plan, oder? Unsere Panzerdivision rückt weiter vor. Aber bitte nicht da entlang. Ihr sollt eigentlich zum Monolithen. Ach nee, das ist eine imperiale Basis. Dann ist das hier wahrscheinlich auch ein Imperium. Dann sind das alles hier imperiale Basen. Okay, dann muss ich die Monolithen einfach selbst finden. Aber ich nehme mal an, dass... Das ist das letzte Mal. Da unten irgendwo? Irgendwo hier muss noch ein Monolith sein. Und dort links unten auf jeden Fall. Ah, da ist auf jeden Fall noch einer, das ist klar. Und hier rechts, hier links. Oder werden die alle angezeigt? Okay, alles klar, die werden alle angezeigt. Dann ist gut, dann ist es okay. Dann habe ich nichts mehr gesagt. Werden angezeigt. Ich dachte jetzt echt, die sind irgendwo getarnt. Ich dachte jetzt eigentlich echt, diese Ziele, die aufploppen, zeigen unter anderem noch die Monolithen an. Aber nein, es sind ja die imperialen Basen. Ich find's so cool, wie der sagt. So, Blutdämon ist immer noch da. Der langweilt sich mittlerweile schon. Das ist unglaublich, ey. Hauptsache, die kommen jetzt hier mit Ogrins in Massen. Ach du Scheiße. Wir brauchen mal irgendwas hier oben. So, der wird noch zerstört. Sieht gut aus. Boah, den kriegt man gut runter. Und der hier auch. Dann haben wir die Necrons eigentlich abgewehrt und dann können wir uns langsam mal um die imperialen Opfers kümmern.
Le Opfer. Wo bleiben meine Chaos Space Marines? Laufen die einmal außen rum oder was? Noch Körper zu sagen, okay. Ach, da sind sie. Mensch. Und Berserkerboot. Hier, auf den zuerst. Auf den Sergeant, auf den Sergeant. Jawohl. Übernehmen. Übernehmen. Oh, hat geklappt. Wunderbar. Du kommst jetzt mit. Du zählst für mich als ganzer Trupp. Hast du das verstanden? Du musst jetzt so viel essen, dass du als ganzer Trupp durchgehst. Hey, wenigstens hat er noch ein richtig schönes Festmahl vor seinem Tod. Oh, es kommt gerade auf an, womit er gefüttert wird. Berserkerwut. Und du schießt hier noch mit drauf. Komm, Berserker, mitten hier noch ein bisschen mit rum. Und euch brauchen wir jetzt mal. Wie weit könnt ihr teleportieren? Um Gottes Willen, das ist nicht so weit. Aber es ist besser als nichts. Wie die Terminatoren brauchen die ein bisschen. Nicht wie die Elder, die so eine super mega Instant-Teleport-Technologie haben. Oh Gott, die brauchen sogar noch eine Weile, bis sie angekommen sind. Gut, sonst wäre es auch leid. Blutdämon wütet immer noch. Okay, das haben wir auch. Haben wir es? Ja, ein Trupp fehlt noch. Den können wir uns auch schon mal angeln. So angeln. Das macht der Psyoniker so, wie diese Anmache in der Disco mit der Angel. Kennt ihr doch bestimmt diese unsichtbare Angel. Oh, oh, so ranziehen. Mit dem imperialen Infanterietrupp. Oh Gott. Ja, genau. Genau so. Genau so holt das Chaos seine Anhänge. Das ist die Kornangel. Das ist übel. Oh Gott. Okay, ich würde sagen, die Necrons sind vernichtet. Einfach mal nebenbei. War ja noch nicht mein Ziel. Lang lebe das Chaos. Aha, aha. Jetzt trauen sie sich wieder. Was ist euer Begehren? So, du kommst jetzt mit. Und dann haben wir gemeinsam Spaß. Dann haben wir Spaß mit den Imperialen. Dann, ja komm, dann opfern wir euch einfach. Dann gibt's Blutklumpen, Fleischexplosionen. Wenn es das ist, was ihr verlangt. Bin ich lieber... lieber denken die Leute von mir, dass ich einfach ein riesen Mörder bin, der Leute zu Fleischklumpen macht, als dass ich irgendwie Leute mit mir zu mir nach Hause nehme, nur um sie zu vergewaltigen. Die Chaosgötter sprechen. Und dann höchstwahrscheinlich zu töten, wie es die meisten Vergewaltiger machen. Das Chaos saugt uns aus. Nee, danke. Dann einfach rituelle Fleischklumpen. Wo das jetzt auch nicht unbedingt gesünder ist. So fürs Hirn und... Ach, egal. Ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Ich habe schon mal gesagt, Warhammer 40k ist nichts für schwache Nerven. Die Blutgruben sind mit dem roten Blut der besten imperialen Kämpfer gefüllt. Jetzt schlägt meine Stunde. Ihr, Hexer, beweist Korn, wie ergeben ihr ihm seid. Wir müssen den Titanen Stück für Stück übernehmen. Ich will ihn haben. Oder ich werde euch alle töten. Es ist so, als ob 1000 Stimmen vor Schmerz schreien würden. Das ist gar nicht gesagt, aber das war jetzt genau diese Stimme. Also das, was das sagt, wenn man anklickt. Die wahre Macht ist hier. Ja. Ja, die ganz klasse. Wir hätten den Titanen bestimmt auch gegen die Necrons einsetzen können. Aber ganz ehrlich, das haben wir gar nicht gebraucht. Alles klar. Die abtrünnigen Psioniker haben genug Blut gesammelt, um den Blutgott zufriedenzustellen. Macht weiter und nehmt die Titanenteile ein. Alles klar. Titan. Ohne Chaos ist nichts mit Titan.